Hallo, ich bin der Philipp von Bookwalk und heute präsentiere ich euch meine Christmas Book Haul. Anders als in den vergangenen Jahren, wo ich nie Bücher zu Weihnachten geschenkt bekommen habe, habe ich das letzte Weihnachten tatsächlich einige Bücher geschenkt bekommen, was mich wirklich sehr gefreut und ein bisschen auch gewundert hat. Meine Eltern und meine Freunde meinten nämlich immer, ich habe ja eigentlich schon genug Bücher. Diese Aussagen kann ich einfach nicht nachvollziehen, weil man eigentlich nie genug Bücher haben kann, höchstens zu wenig. Auf jeden Fall haben meine Eltern und meine Freunde dieses Jahr mal auf mich gehört und mir tatsächlich Bücher geschenkt. Welche Bücher das jetzt insgesamt alles geworden sind, die ich unterm Tannenbaum gefunden habe, werde ich euch jetzt kurz einmal zeigen. Anfangen möchte ich mit dem größten Geschenk, was ich zu Weihnachten bekommen habe. Das ist nämlich dieser extrem riesige Schuber, der prall gefüllt mit englischen Büchern ist. Ich mache den Schuber mal ganz kurz auf, damit ihr auch seht, was da drin ist. Das ist nämlich der Harry Potter Schuber mit den Hardcover-Ausgaben, mit allen 7 gebundenen Ausgaben. Ich bin der Meinung, dass mittlerweile jeder die Harry Potter-Reihe gelesen hat oder wenigstens die Filme gesehen hat, weshalb ich über die Geschichten nicht mehr ganz so viel erzähle. Das Einzige, was ich euch kurz zeigen möchte, sind die Bände 1 und 2. Die wirklich wunderschön aussehen. Das ist jetzt Teil 1, Harry Potter und der Stein der Weisen. Es gefällt mir wahnsinnig gut. Der Zeichenstil ist wirklich schön. Die Charaktere sind toll getroffen auf dem Cover und es ist einfach unglaublich schön. Das sieht man auch im Teil 2, Harry Potter und die Kammer des Schreckens, was ebenfalls wunderschön gestaltet ist. Die anderen Cover der Harry Potter Bücher, die ebenfalls im Schuber sind, die werde ich euch jetzt nicht zeigen. Die werde ich euch einfach unten in der Infobox einmal verlinken. Das nächste Buch, was ich euch jetzt kurz vorstellen möchte, ist eine der bekanntesten Märchensammlungen, glaube ich, aus dem Harry Potter Kosmos. Es handelt sich nämlich um die Märchen von Beedle dem Barden. Jedes dieser Märchen ist sehr schön zu lesen. Es ist zudem auch noch sehr schön gestaltet. Die Märchen haben zwar nichts mit der Harry Potter Welt an sich zu tun, finden aber des Öfteren Erwähnung in den Büchern und in den Filmen, weshalb es einfach eine sehr schöne Ergänzung zu den Harry Potter Filmen und Büchern ist und ich kann dieses Märchenbuch einfach jedem Fan der Harry Potter Reihe empfehlen, falls ihr es noch nicht selbst zu Hause haben solltet. Als wirklich großer Harry Potter Fan dürfen natürlich auch Bücher nicht fehlen, die einen Blick hinter die Kulissen der Filme ermöglichen. Das erste Buch, das mir einen Blick hinter die Kulissen des Films Fantastische Tierwesen ermöglicht, ist das Buch Newt Scamander, das Handbuch zum Film, welches bei Panini erschienen ist. Und das zweite Buch, das mir ebenfalls einen Blick hinter die Kulissen des Films Fantastische Tierwesen ermöglicht, ist das Buch Ein Koffer voller magischer Tierwesen, welches im Verlag HarperCollins Deutschland erschienen ist. Beide Bücher sind wirklich wahnsinnig liebevoll gestaltet. Sie sind mit unzähligen, schön anzusehenden Bildern versehen, sind toll aufgemacht, haben ganz viele Extras im Buch, die ich euch mal zeigen möchte. Vor allem hier Ein Koffer voller magischer Tierwesen, einfach super schön gestaltet. Das geht schon wie so eine Art Koffer oder Aktentasche auf, wenn man es aufklappt. Dann sieht man hier am Anfang schon ganz viele unterschiedliche Fotos von Newt Scamander hier beispielsweise oder es sind Zeitungsmotive vorhanden. Der Ausweis von Tina ist zum Beispiel hier mit integriert. Es sind einfach super viele schöne, liebevolle Details, die dieses Buch so lesenswert machen und den Kaufpreis von knapp 40 Euro auf jeden Fall rechtfertigen. Neben den 10 Harry Potter Büchern, die jetzt bei mir neu eingezogen sind zu Weihnachten, sind auch noch 2 weitere Bücher neu in mein Regal eingezogen. Das erste Buch ist die Vorgeschichte von Game of Thrones von George R. R. Martin. Das heißt, der Heckenritter von Westeros und spielt, ich glaube, knapp 80 Jahre vor Game of Thrones. Es sind ganz viele Parallelen zu der Game of Thrones Geschichte vorhanden. Der Protagonist, der Ser Duncan, der Große, wird des Öfteren auch in Game of Thrones erwähnt, sowohl in den Büchern als auch im Film. Und der Knappe von Ser Duncan, der Große, wird im weiteren Verlauf von Game of Thrones auch noch eine größere Rolle spielen. In insgesamt 3 Kurzgeschichten lernt man sowohl den Protagonisten Ser Duncan als auch seinen Knappen Egg oder Aegon näher kennen. Sie erleben ganz unterschiedliche Abenteuer, die auch im weiteren Verlauf von Game of Thrones des Öfteren mal Erwähnung finden. So erzählt zum Beispiel die alte Nahen Bran in Game of Thrones in der TV-Serie ab und zu mal eine Geschichte über Ser Duncan den Großen. Bei diesem Buch handelt es sich jetzt um die englische Ausgabe vom Heckenritter, nachdem auf Deutsch vor, ich glaube, 2 Jahren schon eine Sammlung von allen 3 Geschichten erschienen ist. Und dies ist jetzt wirklich das erste Mal, dass alle 3 Geschichten auch auf Englisch in einem einzelnen Buch erschienen sind. Die Geschichten wurden früher immer einzeln veröffentlicht, so gab es bisher die ersten beiden Geschichten jeweils nur auf Englisch. Die dritte kam irgendwann noch dazu, aber zusammen gab es die noch nie. Und wirklich das ganz Besondere an diesem Buch ist die Gestaltung. Sie hat ganz viele zauberhaft anzusehende Illustrationen. Hier hinten ist einfach nur ein Beispiel. Und jedem Game of Thrones Fan kann ich die Vorgeschichte Heckenritter von Westeros oder A Knight of the Seven Kingdoms, wie es auf Englisch heißt, nur wärmstens empfehlen. Eine grandiose Geschichte, die nochmal einen ganz anderen Blick auf die Welt Westeros und Game of Thrones wirft. Zum Abschluss meines Christmas Book Hauls präsentiere ich euch noch ganz kurz einen High Fantasy Roman.
Dieser ist von Caroline Wahl geschrieben, welche ich vergangene Leipziger Buchmesse und auf der Frankfurter Buchmesse kennenlernen konnte. Eine sehr sympathische Autorin, die jetzt mit Die Traumknüpfer, glaube ich, ihren Debütroman veröffentlicht hat. Dieser ist im Heine Verlag erschienen. In Die Traumknüpfer gibt es 4 unterschiedliche Jahreszeitenvölker, welche sich von den Namen her an den Jahreszeiten orientieren, die wir kennen. Das heißt Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Und in dieser Welt ist auch die Protagonistin Undina zu finden, die wir im Laufe der Geschichte näher kennenlernen. Undina ist eine Halbgöttin, das heißt also halb Gott und halb Mensch. Und Undina besitzt ganz viele magische Fähigkeiten. Als Undina eines Tages aus einem Traum erwacht, zerbricht dieser Traum in ganz viele magische Splitter. Jeder dieser magischen Splitter von Undinas Traum ist ein sehr machtvolles Instrument. Und sobald man einen davon gefunden hat, erhält der Träger, der diesen Splitter besitzt, unendliche Macht. Daraus lässt sich natürlich ableiten, dass das eine unglaubliche Gefahr für die Jahreszeitenvölker und für die gesamte Welt, die in Die Traumknüpfer geschildert ist, darstellt. Wie das Ganze letztendlich ausgeht, weiß ich noch nicht, werde ich aber hoffentlich bald in Erfahrung bringen. Das war es leider auch schon wieder mit meinem Christmas Book Haul. Habt ihr eins der Bücher, welches ich zu Weihnachten geschenkt bekommen habe, vielleicht auch geschenkt bekommen? Habt ihr eins dieser Bücher vielleicht auch gelesen oder habt ihr gesagt, das war so gar nicht meins? Verratet es mir doch einfach mal unten in den Kommentaren. Natürlich verlinke ich euch auch jedes Buch, welches ich geschenkt bekommen habe, nochmal separat in der Infobox unten. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich würde mich natürlich sehr darüber freuen, wenn ihr mich in den sozialen Netzwerken abonnieren würdet und wenn ihr natürlich im nächsten Video wieder einschaltet.